Hallo Leute und willkommen zurück zur neuen Folge Assassin's Creed. So, in der letzten Folge sind wir endlich in Messara angekommen und wir wollen natürlich schauen, ob wir hier da wo wir gegen die komischen Deppen kämpfen können, gegen die Kultisten. Da muss hier irgendwie sowas geben, eine Arena oder sowas. Und wollen wir schauen, ob wir das in dieser oder nächster Folge finden. Aber ich werde gleich sagen, es wird jetzt wahrscheinlich hier auf der Insel ein paar mehr Folgen geben, weil ich mir das hier halt noch alles ein bisschen anschauen will, ganz gemütlich. Und dann schauen wir, was uns hier alles so erwartet. Also einfach ein bisschen Fragezeichen, aber mit ein bisschen Questen, ein bisschen Looten und Leveln. Gut, ich mache mal das Bildmachgerät an. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Und zwar gleich mit dem ersten Fragezeichen hier. Ah, super. Wo sind jetzt viele Level? So, abgearbeitet. Gut, ich würde sagen, wir gehen gleich hier oben lang. Können wir gerne ein bisschen was erledigen. Ich bin echt gespannt, wie lange uns diese Rüstung hier hält. Vor allem, ob wir hier auch ein paar Kultisten auf der Insel erledigen können. Dass er zumindest mal irgendeinen Zweig fertig bekommen von den Kultisten. Dass wir halt mal ein Rüstungsset auch bekommen. Na gut, wenn es wirklich ist, dann baller ich die Rüstung halt hier hoch. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Boah! Ja, gar nicht gesehen, Mensch. Okay, ich sehe da unten gerade eine epische Truhe. Ja.
Oh, ist schlechter. Pilgerstiefel. Okay, einen Befehlshaber brauchen wir noch. Wenn man der rumkriecht. Sind wir im Zelt drin vielleicht? Ich hab keinen Bock rauszukommen, wenn es so heiß ist. Ah. Alter, Hühnerschränke. Warte mal, vielleicht können wir gleich von hinten ein bisschen rangehen. So, hier wäre eine Quest. Und auch Schmied. Schmied. Genau, dann können wir gleich hier weitermachen. Läuft. Ach, kann ich hier im Sperrgebiet nicht rufen? Ich vergesse es jedes Mal, dass ich das Pferd nicht rufen kann hier. So, jetzt können wir es rufen. Und los. Ah, schöne Gegend. Finde die Abwechslung sehr cool mit zu den Vulkaninseln jetzt wieder. Haben sie mal ein bisschen was einfallen lassen. Kaufen erstmal. Muss aber nicht viel. Okay, was hast du denn Schönes? Kaufen. Hast du einen Phobos-Skin? Ach du Scheiße, Einhorn. Kaufe ich trotzdem mal.
Dank. Nein, Horn, ich dreh durch. Inventar. So. Schiff, was. Hä, warum haben wir hier keinen drin? Das hat er sich gespeichert gehabt. WTF. So, hier verbessern wir mal. 12.000 Eier. Okay, schauen wir mal, was der hier will. Stimmt etwas nicht mit deinen Waren? Hä? Ist deinen Waren etwas passiert? Tölpel sind passiert. Sie ließen mein Obsidianglas fallen und haben es zerbrochen. Du hast es auch getragen. Hast du etwas gesagt, Welpe? Ich sagte, verflucht seien diese Tölpel. Ganz genau. Nun brauche ich mehr Obsidian. Wenn du mir etwas bringst, Söldnerin, soll meine beste Klinge dir gehören. Sind wir im Geschäft? Wahrscheinlich wird eine blaue sein. Ich hol dir dein. Was? War das ein Ja? Hat sie nun... Ich bin mir ganz sicher. Idiot. Wunderbar. Meine Gehilfin hier sagt dir, wo du den Obsidian findest. Danke, dass du das machst, sonst hätte er nie Ruhe gegeben. Es gibt jede Menge davon im Tempel der Britomatis und in den versunkenen Ruinen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, frag mich ruhig. Ich habe genug von seiner nervigen Stimme. Ich habe alles. Ich komme mit dem Obsidianglas zurück. Sie wird dir dein Zeug jetzt holen. Ich will, hör ich. Wunderbar. Komm schnell zurück, Söldnerin. Bitte beeile dich. Meine Ohren halten sein Gejammer nicht mehr aus. Da hast du dein Obsidian. Oh, hab ich schon geholt. Sehr gute Arbeit, Söldnerin. Sie hat das Zeug. Gut gemacht, Söldnerin. Nimm meine Klinge. Möge sie dir gut dienen. Jetzt gibt er hoffentlich endlich mal Ruhe. Haben wir uns anscheinend schon mal eingesammelt. Macht sich was. Gut, haben wir wieder ein paar EP bekommen. Dann schauen wir doch mal weiter. So, das hier haben wir. Hier oben wäre noch ein unentdeckter Ort. Da gehen wir das auch gleich mal hin. Ah, wieder ein Lager. Wieder mal ein Lager. Komm keinen Schritt näher. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Oh nein, die!
Okidoki. So, dann ab zu unserem ersten Aussichtspunkt. Vorwurf, oh. Bewegung! Unsere Hütte, hü! Einhorn, dreht euch. Komm schon. Und los. Ernsthaft? Okay, Schnellreise freigeschaltet. So, dann ziviler Ungehorsam. Schauen wir uns die Quest an. Und dann werden wir, denke ich mal, ein bisschen weiter ins Landesinnere gehen. Was gibt es für ein Problem? Es gibt ernsthafte Unruhen in Kydonia, Söldnerin. Die Wachen und die Händler gehen sich an die Kehle. Die Wachen sollen den Einheimischen dienen. Was hat sie so aufgebracht? Steuern. Die Händler weigern sich, die erhöhten Steuern zu zahlen und die Wachen treiben sie zu übereifrig ein. Befehlshaber Diokles ist mehr Räuber als Wachmann. Der Aufruhr ist schlecht fürs Geschäft. Bitte beruhige ein paar der Unruheherde um Kydonia. Ein machtgieriger Befehlshaber, zivile Unruhen, das klingt nach viel Arbeit. Die äußerst großzügig belohnt werden. Ich habe Edelsteine, die jemandem wie dir sicher gefallen würden. Da bin ich sicher. Dann helfe ich gern. Gut. Es gibt Spannungen im Umfeld der Agora, am östlichen Markt und im Hafen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ich weiß alles, was ich wissen muss. Tu, was du tun musst, um Ordnung zu schaffen. Aber pass auf. Einige wollen von diesen Unruhen profitieren. Wir zählen auf dich, Söldnerin. Kümmere dich um drei Spannungsherde. Wie weit sind die denn weg? So weit sind sie ja gar nicht weg. Was soll das? Es geht um Gerechtigkeit. Das klingt gar nicht nach Gerechtigkeit. Was geht es dich an? Das ist die Familie einer der Wachen, die uns verprügeln und schikanieren.
Das haben sie verdient. Diese Steuererhöhung ist lächerlich. Sie quetschen den letzten Rest Leben aus uns raus. Wir müssen uns erheben und kämpfen. Hört sofort auf. Sonst was? Sonst zwinge ich euch. Glaubst du, eine Drohung hält uns auf? Uns widerfährt jeden Tag Schlimmeres. Wir werden geschlagen, missbraucht. Nein, wir beugen uns Drohungen nicht. Wir kämpfen. Hat dein Schwein von Mann aufgehört, als wir anflehten, unsere Ware nicht zu zerstören? Ja, gleich das Kopfgeld bezahlen. Hab Dank, Söldnerin. Die Schweine hatten den Tod verdient. Was für eine Scheißstadt ist das, wo die Wachen ihr eigenes Volk ausbeuten? Ganz einfach. Du zahlst keine Steuern, wir nehmen deine Waren. Und jetzt tritt zurück. Sonst was? Söldnerin, bitte, bring diese Idioten zur Vernunft. Wenn wir unsere Geschäfte nicht weiterführen dürfen, wird die ganze Wirtschaft Kydonias zusammenbrechen. Das geht dich nichts an, Söldnerin. So will es das Gesetz. Wenn sie ihre Waren abgeben, ist alles gut. Eure Steuern werden Kydonia sehr helfen. Ihr solltet das Gesetz respektieren. Das Militär tut so gut wie gar nichts in dieser Gegend und verlangt Jahr für Jahr immer mehr Geld. Unsinn! Siehst du, Söldnerin? Nichts dringt zu diesen Dickschädeln durch. Nur meine Fäuste. Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dich auch niederschlage. Gibt's hier gar keine Söldner, oder was? Okay, da gibt's Söldner. Das heißt, wir bezahlen lieber mal. Die Söldner, die schnappen uns ganz zum Schluss, würde ich sagen. Was geht hier vor sich? Dieser Malakas muss Steuern zahlen wie jeder andere auch. Sonst zertrümmern wir jeden Topf auf der Agora. Das ist Diokles Befehl. Lasst den Händler in Ruhe. Ihr habt schon genug getan. Ha! Sehnst du dich etwa nach einer Tracht Prügel? Dann zertrümmern wir auch dich. Halt! Bitte! Ich muss raus! Meine Familie muss davon etwas leben! Ah!
Na gut, dann haben wir das erledigt. Gehen wir die Quest ab. Jetzt haben wir immer noch einen Schmied. Gehen wir mal schnell zum Schmied. Wir haben ganz schön viel Geld gebraucht, jetzt wegen dem Kopfgeld. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was verkaufen. Das reicht erstmal. Der Tag ist noch jung. Wo ist denn der? Was ist hier passiert? Komm und triff deinen Tod. Vermisst du deine kostbaren Edelsteine, Söldling? Triff mich auf dem Hof südlich vom westlichen Bazar. Wenn du sie zurückhaben willst, sorge ansonsten dafür, dass meine Soldaten und ich dich nie wieder in Kardinalsehne schließen. Befehlshaber Diokles verweigert mir die Bezahlung. Tja, dann muss ich ihn leider umbringen. Und du musst nicht sein. Zur Arena, da will ich auch hin, die erste Regel. Oh.
Befehlshaber Diokles verweigert mir die Bezahlung. Ich schaue, ob ich den irgendwie vom Dach aus kriege. Und du musst Diokles sein. Ha! Seht, wer da ist! Du wirst dich in der Fidonias-Angelegenheit sein. Das kommt nicht teuer zu stehen. Wäre ich nur etwas später aufgewacht, hätte ich das Auge verloren. Die Götter haben über mich gewacht. Wenigstens hatte der Befehlshaber meine Edelsteine. Man stellt sich nicht zwischen eine Söldnerin und ihre Bezahlung. Klar mach ich das.
Also dann, tschüss. So, dann ab zur nächsten Fragezeichen. Die Eroberungsschlacht ist auch schon wieder verfügbar. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Oh, Kultist. Griechenland wurde endlich befreit von dir. Cool. So, was haben wir hier noch alles? Schrott halt. So, wir schauen nochmal auf den Kultisten. Auch bloß noch ein von dem Baum. So, was haben wir jetzt noch? Schatzplünder, oder? Wahrscheinlich. Oh. Ein Schatz hier ist noch. Es läuft. Gut, dann geht's weiter. Was wird denn hier schon wieder sein? Irgendein Tier oder so? Oh, Stier. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Stier und schauen mal, was er für ein Level ist. Wenn der natürlich 50 ist, brauchen wir den nicht angreifen. Dann müssen wir ein bisschen realistisch bleiben, dass wir den noch nicht schaffen werden.
Also können wir Kultisten auch ohne Hinweis, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch finden. Wer ist denn da? Der Vater des Minotauros. 41, der müsste eigentlich funktionieren. Arena hier. Kritischer Stier. Ah, komplett verballert. Alter. Okay, ist der auch down? Läuft, okay. Dann hätten wir hier oben wäre noch ein Fragezeichen. Schaut aber aus wie eine Festung. Da gehen wir jetzt nicht hin. Die kämpfen uns weiter ins Landesinnere. Der war jetzt easy, finde ich. Oh!
Okay. Zeus Kinderstube. Okay, hier wäre auf jeden Fall 2 Fragezeichen plus Eroberungsschlag plus ein Aussichtspunkt. Ach du Scheiße. Wieder so eine Art Festung oder so. Nein, war mir klar. Hier ist jemand! Alter Schwede. Sehr schön. Hm.
Los. Okay, Leute, damit würde ich sagen, ich glaube, wir machen jetzt auch Schluss an der Stelle. Wir schauen in der nächsten Folge weiter. Da hinten ist auf jeden Fall eine Festung, was ich gerade da sehe. Wir machen in der nächsten Folge dann hier, würde sagen, wir gehen dann hier hoch mal. Da hinten ist auch noch was, aber das können wir nebenbei mal irgendwann machen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier in dieses Gebiet kommen. Ich denke mal, hier irgendwo müsste ja eigentlich da mal die Arena sein. Aber da kennen wir uns in den nächsten Folgen dann vor, würde ich sagen. Haben wir hier schon einiges geschafft heute. Gut, Leute, dann genug gesabbelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin noch wünsche ich euch noch viel Spaß beim Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.